Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur ganz kurz zeigen, wo sich unser Haustier versteckt in den Android 8.0 hier, beziehungsweise wie wir das Easter Egg hier öffnen können. Ja, das ist immer so eine kleine Spielerei, ein kleines Spielchen oder eben ja ein Haustier sozusagen, was die Google-Entwickler immer so ein bisschen in das Betriebssystem verstecken, hier in den Android. Das ist, bei jeder Version immer was anderes. Und nun will ich euch, wie gesagt, schnell zeigen, wo bzw. wie wir das öffnen können in den Android 8.0 hier und was das ist. Und zwar müssen wir einfach hier über unser Menü und Einstellungen einfach antippen, hier öffnen. Und hier irgendwo haben wir, genau hier unter hier Telefoninfo. Wenn wir weiter nach unten scrollen, haben wir hier Softwareinformationen hier. Zack, einfach drauf tippen. Und hier oben haben wir die Android-Version 8.0, wie man hier sehen kann. Hier einfach 4-5 Mal hintereinander tippen und schon bekommen wir hier diesen gelben Kreis mit einem weißen Kern. Und hier einfach mal, weiß ich nicht, 4-5 Mal hintereinander antippen auf dem weißen Punkt in der Mitte, ja, und dann gedrückt halten. Ich mach mal 1 2 3 4 und halte das gedrückt und schon erscheint unser Haustier hier. Es ist eine Krake, ein Oktopus. Ja, man kann das jetzt mit dem Finger hier auf dem Bildschirm hier antippen und hin und her ziehen. Sieht vielleicht lustig aus, beziehungsweise ja, manche finden das lustig, manche vielleicht sogar gruselig oder unheimlich. Ja, das, man kann das auch übrigens hier umdrehen, Landscape hier, zack, und schon kann man hier die Krake hier hin und her ziehen oder Faxen machen, was auf immer. Viel mehr kann das auch nicht. Genau, ja, ich wollte euch das nochmal schnell zeigen hier, vielleicht für den einen oder anderen, der danach gesucht hat noch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen über ein Abo und ein Like. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.